Der HbA1c-Wert, was hat es damit auf sich, warum du diesen ab und zu checken lassen solltest und warum es noch viel wichtigere Werte gibt? Schön, dass du reinschaust. Ich bin Coach Thorsten und unterstütze Unternehmer, Selbstständige und Familienunternehmer dabei in ihrer ganzheitlichen Gesundheit. Und der HbA1c-Wert, Langzeitblutzucker, ist ein ganz wichtiger Wert rund ums Thema Blutzuckerprävention und damit verbunden natürlich einer ganzheitlichen Gesundheit. Was es damit auf sich hat, erzähle ich jetzt die nächsten Minuten. Und zwar hast du ja vielleicht schon mal gehört, dass Blutzucker eine große Rolle spielt, wenn es um Übergewicht geht, wenn es um Diabetes, um Prävention geht. Ich selbst bin Typ 1 Diabetiker, habe entsprechenden Blutzucker regelmäßig im Blick und das Ganze mehrfach am Tag. Und auch du, wenn du noch keine Diagnose hast rund um Diabetes oder andere Herz-Kreislauf-Krankheiten, solltest du ab und zu mal einen Blick auf den HbA1c-Wert werfen. Warum ist das so und was ist der Wert überhaupt? Und zwar ist es ja so, dass dein Körper nach jeder Mahlzeit und auch Getränken, wenn sie entsprechend gesüßt sind, Blutzucker ausschüttet, in die Blutbahn abgibt und der Körper schüttet in der Regel durch die Bauchspeicheldrüse im Nachgang dann Insulin aus, um die Zellen zu ermöglichen, den Blutzucker wieder in die Zellen reinzubringen. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass das relativ schnell und geschmeidig funktioniert, dass der Blutzucker nicht zu lang zu weit oben ist. Und der Körper hat im Endeffekt so einen Mechanismus, der dazu sorgt, dass das relativ schnell funktioniert. Nur, Problem ist, wie gesagt, wenn der Blutzucker zu lang, zu weit oben ist und dann sammelt sich das Blut in den Venen, in den Arterien an und da ist es dann ganz, ganz spannend, was da passiert. Das Ganze verklumpt dann sozusagen, führt zu Problemen, zu Verdickungen in den Herzgefäßen und das ist dann das, was letztendlich Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu Schlaganfall und Herzinfarkt und so weiter bringen kann und eigentlich die Vorstufe vom Diabetes ist. Und das Ganze lässt sich ganz gut messen, wie dick das ist, diese Zuckermoleküle dann im Blut rumschwirren und das ist der sogenannte HbA1c-Wert, der Langzeitblutzucker, der dann bei Präventionsuntersuchungen gerne gemessen wird und der letztendlich in der Schulmedizin auch der Indikator ist für einen Typ 2 Diabetes. Das heißt, am bestimmten Wert von 6,5 würde der Schulmediziner hier einen Diabetes diagnostizieren. Deswegen ist es ganz wichtig, diesen HbA1c regelmäßig zu testen, wird in der Regel auch kostenfrei bei jeder Vorsorgeuntersuchung gecheckt. Und wenn dieser Wert so langsam nach oben steigt, dann ist das schon ein Zeichen, dass du da vielleicht mal an Lebensstil und oder Ernährung und Bewegung das eine oder andere ändern kannst. Je früher, umso besser. Natürlich eine ganz spannende Sache. Und jetzt das Problem bei diesem Wert, bei diesem Langzeitblutzucker ist, dass der gar nicht so arg Langzeit ist. Der ist nämlich so der Durchschnittswert von deinem Blutzucker der letzten ungefähr 8 bis 12 Wochen. Und 8 bis 12 Wochen ist ja in deinem Leben eigentlich ein relativ kurzer Zeitabschnitt. Und da reicht es manchmal schon, dass du vielleicht einen Urlaub hast und ein paar Geburtstage, ein paar Feiern, dass dieser Langzeitblutzucker in diesem Zeitraum nach oben geht, was sich dann aber auch vielleicht wieder schnell normalisieren kann, wenn du dich gesund ernährst und entsprechend bewegst. Was ich viel, viel interessanter und aussagekräftiger finde, was leider bei der Schulmedizin gar nicht getestet und gemessen wird, manche Schulmediziner kennen den Wert gar nicht, ist der Wert nüchtern Insulin oder HOMA-Index. Nüchtern Insulin ist entsprechend der Wert, den du nüchtern hast, das heißt morgens ohne Mahlzeit am späten Abend direkt zum Arzt und dann den nüchternen Insulinwert bestimmen, wie hoch ist der. Wie gesagt, Insulin ist das Hormon, was den Blutzucker wieder runterbringt. Und der HOMA-Index, den ich eben kurz erwähnt habe, ist letztendlich das Verhältnis von dem nüchternen Insulin zu der nüchternen Glucose, also dem nüchternen Blutzucker. Und diese zwei Werte, oder einer davon zumindest, ist viel, viel aussagekräftiger, weil es dir letztendlich sagt, wie ist die Empfindlichkeit der Zellen auf Blutzucker, auf Insulin. Und das kann dir Jahre vor Auftreten von einem erhöhten HbA1c schon zeigen, dass deine Zellen mit dem Insulin vielleicht nicht mehr klarkommen, das ist letztendlich dann eine Insulinresistenz, die daraus diagnostiziert werden kann, wenn dieser Wert erhöht ist. Und das ist letztendlich die Vorstufe von einem Typ 2 oder auch Typ 3 Diabetes. Deswegen ist es viel, viel interessanter, diesen Wert zu testen. Wie gesagt, manche Schulmediziner kennen den Wert gar nicht. Da darfst du dann hingehen und darauf bestehen, dass das gemessen wird. Ist für den Arzt leider etwas Aufwand, weil das Insulin gefroren im Labor ankommen muss, damit es ordnungsgemäß getestet werden kann. Allerdings empfehle ich das alle 2 Jahre mal zu testen, vor allem wenn natürlich Übergewicht eine Rolle spielt, um da einfach zu schauen, ist vielleicht Insulinresistenz schon Thema, weil es entsprechend, wie gesagt, vor
auftreten oder vor einem erhöhten HbA1c auftritt und es Jahre vorher schon gut zu sehen ist. Deswegen HbA1c ist wichtig, regelmäßig testen bei Vorsorgeuntersuchungen einmal im Jahr, schadet nichts, ganz wichtig. Viel wichtiger, so alle 2 Jahre mal den nüchternen Insulinwert oder HOMA-Index zu bestimmen, damit du dann entsprechend darauf reagieren kannst. Weil wenn dieser Wert erhöht ist und je früher, dass du weißt, was Sache ist in deinem Körper, umso besser kannst du darauf reagieren. Oft reichen da dann kleine Änderungen an Ernährung, Bewegung, Lebensstil, um da vielleicht das Ganze umzukehren und schon in eine gesündere Richtung zu gehen. Wenn du schon einen ausgewachsenen Typ 2 Diabetes hast, mit dem entsprechend erhöhten HbA1c-Wert, ist es natürlich auch möglich, das Ganze reversibel zu machen. Ist dann natürlich etwas anstrengender und braucht dann vielleicht Menschen wie meine Wenigkeit, die dir dann in den Hintern treten, dass die notwendigen Schritte durchgeführt werden. Okay, und wenn du jetzt Fragen rund um das Thema HbA1c, Insulin, Auswertung von den Laborparametern hast oder sagst, du hast hier schon ein Thema und brauchst dabei Unterstützung, dann lass uns 2 einfach mal ganz kostenfrei und unverbindlich sprechen, wo du aktuell stehst, wo du hin möchtest, was für deine gesundheitlichen Ziele sind und wenn ich dich dabei unterstützen kann, können wir gerne über eine Zusammenarbeit reden. Und ich packe dir unten noch das eine oder andere Supplement mit rein, was dir schon mal gut helfen kann, Insulin bzw. den Blutzucker runterzubringen, einfach über Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn du jetzt am Ende da bist, lass auf jeden Fall einen Daumen da von dem Video, abonniere den Kanal, falls noch nicht gemacht. Und ich sage schon mal vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Wir bleiben in Kontakt. Bis bald.